Herzlich willkommen bei Mut an der Hand, dem Mutmacher-Podcast von und mit Nadja Neumann. Schön, dass du zuhörst. Du möchtest etwas verändern und weißt nicht wie? Dann höre jetzt genau zu. In diesem Podcast spricht Nadja mit interessanten Menschen, die genügend Mut an der Hand haben, ihr Leben zu verändern und außergewöhnliche Dinge zu tun. Du kannst das auch. Liebe Nadja, wer darf dir denn heute eine spannende Geschichte erzählen? Und heute habe ich den lieben Dan bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Dan! Hallo, Nadja, vielen Dank. Ja. Das ist so schön, dass du Zeit gefunden hast für mich. Ich freue mich. Und ich erst, also wirklich, mein erster Podcast und dass ich den mit dir machen darf, ist natürlich umso schöner, ja. Ich darf dich in die Jungfrauen holen. Yes, yes. Werde ich nie mehr vergessen. Ja, ne? So ist es. Nein, ist cool. Nein, super cool. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch. Ja, erzähl doch mal, was du so tust und wer du so bist. Und weil die ein oder andere kennt dich vielleicht nicht und ich finde dich sehr spannend. Ja, vielen Dank. wer bin ich denn? Ich glaube, du hast es schon gesagt, ich bin der Dan. Wer ich bin, ich glaube, ich bin ein Kommunikationsfanatiker. Ich liebe die Sprachen, ich liebe das Kommunizieren, den Austausch mit meinen Menschen. Ich bin ein Foodie. Das Essen ist wahrscheinlich mein größtes Hobby generell. Also das wissen alle, die mich gut kennen. Oder die wissen es relativ schnell, auch wenn sie mich nicht gut kennen. Und ich bin auch ein Sportfanatiker. Also alles, was mit Gesundheit oder mit Bewegung zu tun hat, probiere ich gerne aus. Und wenn es dann, also das ist so, sind so diese drei Pfeiler, würde ich jetzt mal sagen. Sonst bin ich ein sehr offener Mensch, ein sehr extrovertierter und glaube ich, auch freundlicher Mensch. Und wenn ich um mein Leben, sage ich jetzt mal noch, um meinen Unterhalt noch zu finanzieren, bin ich in einem Startup im Akustikbereich tätig, was ja nicht schlecht passt, weil Zuhören auch immer zu der Kommunikation dazugehört. Und daneben bin ich auch noch momentan als Radiomoderator tätig. Das bedeutet Zuhören auf der einen Seite, aber auch Kommunizieren und Senden auf der anderen. Das ist für mich eine optimale Kombination. Wow, total toll, dass du das so erkannt hast. Also erstmal, dass du deine Talente gesehen und gefunden hast, ne? Und dann auch noch das umsetzen kannst in einen Beruf. Also ich glaube, das war ja nicht immer so, oder? Ja, ganz genau, da hast du recht. Beziehungsweise, ich glaube, heute in der Gesellschaft ist es häufig so, dass so dieser Standardweg gegangen wird. Ja, man geht in die Schule, dann macht man die Ausbildung, man muss früh entscheiden, was will man werden, was will man machen. Und bei mir war das im Studium, habe studiert, BWL studiert und bin dann sozusagen, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, den klassischen Karriereweg eingeschlagen und habe in eine Bank angefangen zu arbeiten. Also schon während dem Studium und dann auch danach 100% und habe mich dann auch natürlich in meine Nische platziert. Ich war Kundenberater, vor allem international auch. Das heißt, ich konnte auch viel sprechen. Ich hatte mit Menschen zu tun. Ich konnte mich austauschen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber habe irgendwann mal gemerkt, dass ich dann auch eben noch mehr möchte. Nicht mehr im Sinne von mehr Karriere oder mehr Geld oder Reichtum oder so, sondern wirklich mehr Abenteuer oder mehr Freude oder mehr Inhalt, mehr Sinn. Und deswegen habe ich dann begonnen, einige Dinge zu ändern. Ja. Toll. Total spannend, finde ich das. Und der eine oder andere hört es bestimmt, aus welchem Land kommst denn du? Genau, das habe ich ja vergessen zu sagen. Ich komme aus dem Land der Schoki und, und des Käses und von Roger Federer. Also ja, ich bin aus der Schweiz, aus einem kleinen Bundesland, sage ich jetzt mal. Ja. Schön. Ich komme aus der schönen Hauptstadt Bern. Bern? Ja, oh, schön. Warst du schon mal hier? Ja. Nein. Ah. Also es wird Zeit, dich zu besuchen zu kommen, würde ich sagen. Absolut. Das ist super schön, jetzt auch mit dem Sommer, der kommt und kannst du im Fluss baden und alle Leute sind draußen, also das würde sich lohnen, Ja, auf jeden Fall. Mache ich dich ein bisschen glustig. Was ist das? Mache dich ein bisschen, glustig machen heißt, ich mache es dir schmackhaft. Ah,
schön. Und wie kommt es eigentlich, dass du so für das Essen bist? Ich habe dich ja kennengelernt in einem Network und wir haben dich ja per Zoom-Video auch einmal gesehen und du hast immer gegessen eigentlich. Deswegen, ich finde es sehr spannend, einmal kurz nur dahin zu gucken, wie du dazu gekommen bist. Hey, das ist spannend, weil ich habe ja eine Zeit lang auch so Food-Blogging gemacht. Also ich habe Restaurants getestet oder auch für Bären die Gastroperlen, sage ich jetzt mal, ausfindig gemacht. Und in dieser Bewerbung habe ich es, glaube ich, als ich mich dafür beworben hatte, habe ich es auf den Punkt gebracht. Das Ding ist, scheinbar war das Erste, also das hat meine Mutter mir erzählt, als ich auf die Welt gekommen bin, habe ich scheinbar schon nach der Brust geschnappt. Also ich hatte schon Hunger, als ich auf die Welt gekommen bin. Genau. Die Nadja macht das schön. Jetzt hat das bildlich verbildlich, sage ich jetzt mal, für die, die da zuhören. Und das hat sich so durchgezogen. Also meine Mutter und mein Vater haben immer gekocht. Ich habe viele Erinnerungen auch an den Urlaub mit meinem Vater, als wir campen gegangen sind. Der hat sehr viel einfach gekocht. Da gab es dann 3 Wochen fast nie das gleiche Essen. Der hat sehr gerne improvisiert, ausprobiert. Dann das Gleiche mit meiner Großmutter. Da haben wir immer so geschlemmt und irgendwie, keine Ahnung, zum einen mache ich ja viel Sport, also ich brauche viel Energie, aber zum anderen genieße ich es einfach auch so. Und das Krasse ist ja, früher habe ich gar nicht alles gegessen. Ich hatte Gemüse nicht gerne und mein Großvater hat zum Beispiel immer gespottet, das habe ich nicht gern, das mag ich nicht, und hat uns immer so ein bisschen gespottet und sich über uns lustig gemacht. Aber irgendwie mittlerweile esse ich wirklich fast alles und ich genieße es einfach, diese Kulinarikwelt zu entdecken, und das ist für mich ein sehr wichtiger Teil des Lebens, weil es für mich Freude und bedeutet und etwas Schönes ist, auch im Sozialen mit Menschen mich zu treffen und auszutauschen, diesen Moment zu teilen und gemeinsam das zu entdecken, ja, diese Geschmäcker der Welt, sage ich jetzt mal. Schön. Und wenn du auch Welt sagst, ich kann mich erinnern, dass du schon viel gesehen hast auf der Welt, ne? Oder ein Reisemann bist. Ja. Die Frage ist immer, was ist viel? Also ja, viel ist natürlich also immer relativ. Ist relativ, genau. Ja, du hast recht. Also ich habe es ja am Anfang ein bisschen angesprochen. Ich liebe Sprachen. Warum? Weil ich die Kulturen, andere Kulturen liebe und ich gewusst habe oder gemerkt habe schnell, dass die Sprache mir das Tor zu der Kultur öffnet. Ja? Also wenn ich in ein Land komme, also wenn wir im Urlaub waren und ich habe ein bisschen Italienisch gesprochen, dann hatte ich diesen Zugang viel schneller. Und in diesem Zusammenhang habe ich natürlich auch viel, und irgendwie hat sich so durchgezogen, eben auch viel im Urlaub mit meinen Eltern, aber vor allem in Europa. Und als ich dann aus dem Gymnasium rauskam, bin ich relativ schnell dann auf meine erste lange Reise gegangen und bin nach Amerika gegangen, um Englisch zu lernen. Und das hat sich dann immer so weitergezogen. Ich war dann Spanisch lernen oder ich habe auch in Mexiko gearbeitet eine Weile und habe einfach auch in meiner Freizeit gemerkt, dass ich sehr gerne andere Länder und Sitten oder Gebräuche und Kulturen und natürlich anderes Essen kennenlerne. Ja, toll, weil das ja viel mit Gemeinschaft zu tun hat. Ne? Absolut. Ich glaube, bei dir, wie ist das, war das von Natur aus, dass du zu Hause auch immer Gemeinschaft hast? Also wenn du sagst, die Großeltern und den Eltern warst ja reisen. Ist das bei euch normal, dass man mit Menschen zusammen ist, also mit mehreren? Also meine Familie ist relativ klein, würde ich jetzt sagen. Also die Kernfamilie, einfach meine Eltern, mein Bruder und ich. Und meine Eltern haben sich dann auch getrennt. Also das war dann noch ein bisschen kleiner. Und ich hatte zwar einige Cousins auf der einen Seite. Meine Mutter hat 5 Geschwister. Also von daher ist die Familie relativ groß. Aber es war jetzt nicht so, dass wir immer, also wir hatten schon Familienfeste, aber und an Weihnachten zum Teil waren wir auch viele zusammen, aber es war jetzt nicht immer, jeden Sonntag mussten wir in der großen Familie zusammensitzen. Ich glaube, was mir meine Eltern oder mitgegeben haben oder was ich einfach gelebt, vorbekommen habe, ist einfach diese Offenheit. Vor allem meine Mutter ist eine sehr gesprächige und kommunikative und extrovertierte Frau. Also die hat unterwegs auch mit Menschen, fängt sie einfach an zu sprechen. Und mein Vater ist ein bisschen ruhiger, aber zum Beispiel im Urlaub hat er
einfach auch vorgelebt, wie er andere Sprachen gesprochen hat. Und wir haben uns immer dann auch eben ausgetauscht. Das war mit, und auch, sage ich jetzt mal, mit meinem Bruder oder innerhalb der Familie haben wir viel gesprochen. Und durch das hatte ich auch viele Freunde im Kindergarten, draußen zum Spielen, dort, wo ich aufgewachsen bin. So war das für mich irgendwie immer normal, mich mit Menschen zu verbinden oder ja, Zeit zusammen zu verbringen, sage ich jetzt mal. Ja. Schön. Ja, ich was für ein schönes Leben, ja. Ja, das finde ich toll. Ist auch cool für mich, diese Erinnerungen nach vorne zu holen. Also das sind ja sehr schöne Erinnerungen und das ist cool, ja. Ja, genau. Und da, ich finde, das ist ja, das prägt uns ja auch, das die Vergangenheit. Ne? Also natürlich sollten wir uns nicht da drin verlieren und jetzt in die Zukunft gucken. Aber ich würd interessieren, dass du an diesem Punkt, wo du jetzt bist, wo du sagst, dass du auch diesen Beruf und diese Berufe gewählt hast, weil du weißt, was deine Stärken sind, was du gern machst. Was war davor? Du warst ja mal an einem Punkt, auch wo du mal Fragen hattest, weil ich glaube, dass die ein oder anderen Hörer das ja immer spannend finden, wie wir dazu gekommen sind, dass wir dann doch das finden, weil wir ja mal durch die gegangen sind oder so. Ja, also das Spannende ist ja, dass es bei mir ein bisschen später kam. Also als ich den Entscheid gefasst habe, zum Beispiel mich zu lösen von diesem Großkonzern, von dieser Bank oder wegzugehen. Ich glaube, das sprichst du jetzt vorerst einmal an. Dann war das einfach etwas, also die Idee war damals, reisen zu gehen. Ja. Und darauf habe ich hingearbeitet, auch viel gespart. Und weil ich wusste, das will ich irgendwann mal machen. Was mir aber relativ schnell aufgefallen ist in dieser Arbeitswelt oder in dieser Großkonzernwelt ist, dass das nicht so meine Welt war im Sinne von, dass es nicht meine Kultur war, die gelebt wurde. Also eine sehr steife, so sture, kalte Kultur. Zum Teil auch hatte ich das Gefühl, dass die Menschen nicht sich selber sein können, sondern dass eben das, sage ich jetzt mal, in der Politik des Konzerns wichtig war, dass man sich gut verkauft, dass man nach oben kommt, dass man sich nach oben arbeiten kann. Und dann da war ich zuerst auch in einem anderen Bereich, habe dann gewechselt in diesen Kundenberatungsbereich, wo es viel herzlicher, viel natürlich offener war, viel ehrlicher, wie ich finde, weil die Menschen dort so sprechen konnten, wie sie waren. Und da hat es mir auch viel besser gefallen. Was ich aber häufig gemerkt habe, auch wenn ich in das Büro gelaufen bin, dass ich das Gefühl hatte, das ist lustig, das habe ich nämlich auch mal in einem Vortrag so erzählt, dass ich wie unter Robotern gelaufen bin. Also ich hatte das Gefühl, die Menschen kommen oder laufen einfach in das Gebäude rein, ohne sich zum Beispiel der Sonne bewusst zu sein, die draußen scheint. Ohne jetzt mit Freude dorthin zu gehen, warum sie das jetzt machen oder was ihre Motivation in ihnen innen ist. Und das war mir einfach aufgefallen und ich wusste irgendwie, dass mich der große Lohn oder die Entlöhnung alleine nicht befriedigen kann. Und dann habe ich einfach, dann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt ist es Zeit, das mal auszuprobieren. Und sobald ich gekündigt hatte, fühlte ich mich so leicht irgendwie. Leicht, ja. Weil ich irgendwie gemerkt hatte wahrscheinlich, dass es die richtige Entscheidung war. Und das Spannende ist, dass in meinem Umfeld relativ zur gleichen Zeit Menschen Burnouts hatten, dass Menschen eine Umorientierung gemacht haben, also beruflich zum Beispiel, und dass ich auch angefangen habe mit meinen Mitmenschen und mit meinen engen Freunden, auch mit meinem Bruder zum Beispiel, der ist viel früher schon zum Beispiel, da muss ich kurz einfügen, seine mehrere Anläufe genommen hat, um das zu studieren, was ihn wirklich erfüllt oder was ihm wirklich Freude gemacht hat. Schön. Also er war viel früher, hatte er schon diese Prozesse gemacht, die bei mir später kamen. Dann wollte ich diese Reise machen, um auch herauszufinden, hey, was will ich denn überhaupt? Was will ich tun? Was kann ich gut? Beziehungsweise was macht mir Freude? Oder in welcher Form möchte ich in der Zukunft arbeiten oder leben, damit das für mich
Stimmt. Und erst danach, dann, als ich diesen Weg gegangen bin, wie hast du es vorhin angesprochen, kamen dann auch Momente der Scheiße oder die schwieriger waren, die mir dann noch mehr geholfen haben, sage ich jetzt mal, in diesem Prozess. Toll. Also mega spannend finde ich das und auch das zu beobachten, also wie bewusst du ja eigentlich warst darüber, was du da tust, ne? Also wenn du in diesem Angestelltenverhältnis bist und die Roboter siehst um dich rum, dass du da ja wie so ein Erwachen bekommst, so ein Licht, was da angeschaltet wird, ne? Also das finde ich sehr spannend und dann nicht da zu bleiben und es weiter so zu machen und nachher so zu werden, wie die da alle sind, ne? Was jetzt nicht abwertend sein soll, weil es ist ja jeder entscheidet das ja selbst. Absolut, überhaupt. Aber Ja, genau, überhaupt. genau, aber das finde ich sehr spannend, dass man dann zu sagen, okay, jetzt brauche ich diese Reise, um zu mir zu finden, um diese Dinge zu tun. Und da würde ich jetzt gerne mal deinen Mut dahinter sehen, weil wir ja Mut an der Hand sind und ich finde das sehr spannend, wie du da sagst, okay, oder was ist das bei dir, dieser Mut? Ja gut, ich glaube, also wenn ich das Beispiel von vorhin jetzt nehme, dann ist natürlich, was ist Mut, oder? Was bedeutet Mut? Ich glaube, Mut kann sich in verschiedenen Facetten zeigen, in verschiedenen Momenten oder Phasen des Lebens. Wenn ich jetzt das, was ich vorher gesagt habe, nehme, dann war natürlich zum Beispiel der Mut, einfach mal zu kündigen, ohne einen nächsten Job zu haben und einfach mal loszugehen und Dinge ganz anders zu machen, als es in der Gesellschaft zum Beispiel gang und gäbe, also üblich ist. Als ich meinen Mitbewohnern damals erzählt habe, dass ich kündige und auf Reisen gehe, sagte einer meiner Mitbewohner, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht für so lange Zeit ins Ungewisse zu gehen und ohne vielleicht zu wissen, hey, in 6 Monaten oder in 3 Monaten komme ich zurück und habe wieder einen Job. Ja. Also ich glaube, Mut bedeutet zum Teil Dinge eben anders zu machen, als sie jetzt vielleicht uns in der Gesellschaft vorgelebt werden, Dinge zu wagen, neugierig zu sein und auf eine Art Entdeckungsreise zu gehen. Das kann jetzt im Job sein, das kann im Außen sein, aber das kann natürlich auch im Innen sein. Das Oh ja. bedeutet, weil du hast ja am Anfang auch gefragt, wer bin ich denn? Ich weiß nicht, ob viele Menschen. Oder das ist jetzt die Frage. Stellt man sich diese Frage? Schlussendlich, man bekommt einige Dinge mit, man entwickelt sich, aber sich überhaupt mal zu fragen, wer bin ich denn oder wer bin ich geworden? Was macht mich aus? Was sind meine, sage ich jetzt mal, Fähigkeiten oder meine Eigenschaften? Aber es sind vielleicht auch meine Schattenseiten, welche Dinge machen mich traurig oder wann werde ich wütend? Ich glaube, es gibt einen Mut nach außen und einen Mut nach innen. Und manchmal ist es nicht immer so einfach, dann eben diese Entdeckungsreise auch zu gehen. Auf jeden Fall. Und bei mir, oder die Frage kam gerade in meinem Kopf in Sachen, ob das was es genau bei dir ist, weil der Kollege ja sagt oder der Mitbewohner, das könnte ich nicht. Und das sagen mir ja auch viele, die anders sind, also oder ich bin ja anders wie du. Und was ist bei dir? Ist es ein Urvertrauen? Oder was ist da wohl dieser Mut? Also, oder hinter diesem Mut steckt da ja irgendwie was. Also, ich finde, wenn du das so erzählst, da könnte es sein, dass es eben dieser Urvertrauen ist. Also, dass du weißt, es geht weiter. So. Wie ist Das das? ist lustig oder spannend, weil das Krasse ist ja, ich glaube, dass es vielleicht, dass es das sein könnte, aber die Frage ist immer, ist es ein richtiges Urvertrauen oder ein falsches? Weil ich habe dann bei mir auch gemerkt, dass es dann Momente gab, als ich gegangen bin, wo die Realität dann auf mich zurückgekommen ist. Also wo es dann nicht so einfach war, wie ich es mir am Anfang vorgestellt hatte, wo es Momente gab, als ich zurückkam oder was dann passiert ist. Da können wir nachher sonst auch noch darauf eingehen, wo mein Vertrauen in mich selber oder das Urvertrauen sehr, sehr
fest auf die Probe gestellt wurde. Mhm. Und dann ist immer die Frage, worauf basiert mein Vertrauen? Basiert es eben auf gewissen Erfahrungen oder Gegebenheiten im Außen, beziehungsweise also an die wir uns halten oder an denen wir uns festhalten, Job, Status, Geld, oder basiert es eben auf diesen inneren Fähigkeiten, dass wir uns wirklich selber vertrauen als Mensch in unseren Fähigkeiten und Stärken, beziehungsweise auch in unserem Umfeld oder ans Leben per se natürlich. Aber was es bei mir vor allem war, glaube ich, ist vor allem einfach diese starke Neugier. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich eine sehr starke Neugier habe. Und dann ist auch immer, also um Neues kennenzulernen und um vielleicht eben genau das zu finden, wo ich das Gefühl habe, hey, das mache ich wirklich gerne, das fühlt sich leicht an, das macht mir Freude. Das ist etwas, wo ich gerne aufstehe am Morgen. Oder das ist eine Art Leben, wie ich es mir vorstelle. Und ich glaube, es ist dann auch utopisch zu denken, dass man das dann zack, zack, ganz schnell kreiert. Mhm. Ich glaube, es hat vor allem auch viel mit der inneren Einstellung zu tun, wie man an Dinge herangeht. Auf der anderen Seite glaube ich eben doch, dass man im Außen sich das so kreieren kann, dass es für einen eben zum Beispiel auch stimmt. Als kleines Beispiel, jetzt in dem Unternehmen, da ich arbeite, habe ich sehr, sehr starke Flexibilität. Ich kann arbeiten, wann und wo ich eigentlich will. Und da kann ich natürlich lange noch in ein Unternehmen gehen, wo ich von 8 bis 5 arbeiten muss und meine Einstellung probieren, darauf anzupassen. Aber der Fakt, dass ich eben nicht flexibel bin, ist dann eine Gegebenheit in meinem Leben, die ich nicht nur mit meiner Einstellung ändern kann. Das heißt, entweder habe ich ein Unternehmen, wo ich eben die Flexibilität habe, oder ich mache selber etwas, baue selber etwas auf, um mir diese Flexibilität zu geben. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch spannend, dass man ja Menschen findet, die dir die Flexibilität geben können. Ne? Also, dass du trotzdem angestellt sein kannst, in der Sicherheit, in Anführungszeichen, und trotzdem frei sein kannst. Und das ist geil. Absolut. Genau. Und das Krasse ist ja, dass ich da lange darauf warten musste, beziehungsweise es kam dann wirklich, als ich in dieser schwierigen Phase war, war das eben dieser Job, der dann wie auf mich gewartet hat. Und in dem Prozess dort habe ich einigen auch abgesagt. Oder es hat dann auf beiden Seiten nicht geklappt. Und da bist du schon mit deinem Vertrauen manchmal im Kampf, sage ich jetzt mal, was dann da noch kommt. Und ich glaube, es ist dann eben auch mutig, bei einigen Dingen Nein zu sagen und einfach weiterzugehen und darauf zu vertrauen, dass im richtigen Moment dann der Job, der Partner, die Partnerin, was auch immer, das geile Essen kommt, wenn es dann soweit sein soll. Aber das ist halt, sage ich jetzt mal, im Nachhinein ist es immer einfacher zu erklären und nachzuvollziehen, als im Moment, wo du bist, wo es stattfindet und zum Teil sehr hart sein kann. Ja. Ja, man kann das Leben vorwärts leben und rückwärts verstehen. Irgendwie so gibt es so einen Spruch. Ja. Und das ist es. Ja, weil in dem Moment denkt man oft auch, warum passiert das gerade und warum ist es jetzt nicht so, wie ich es mir eigentlich erwünscht habe oder so. Es funktioniert doch nicht, dieses mit dem Vertrauen ins Leben. Und das aber trotzdem sehr spannend, weil da sind wir ja immer alle Menschen. Ja. Also ich glaube auch, egal wie weit du persönlich weiterentwickelt bist und so weiter und wie sehr du bei dir bist, wirst du wieder an Punkte kommen, wo du auf Probe gestellt wirst sozusagen. Ne? Ja. Und was glaubst du, warum ist es so? Ja, also zuerst einmal hast du natürlich absolut recht. Also wenn man sagt, also man kann ja auch sagen, wenn ein Prozess abgeschlossen ist und ich bezweifle, dass er jemals abgeschlossen ist, er ändert sich vielleicht oder es kommen neue Aufgaben. Warum das so ist? Weil das Chaos des Lebens ist, habe ich das Gefühl. Also das ist einfach wirklich dieses Rauf und Runter, woraus das Leben besteht. Und ich glaube, wir werden in diese Prüfungen, sage ich jetzt mal,
gebracht oder getragen von unserem Leben, um eben auch wachsen zu dürfen oder um Dinge lernen zu dürfen. Also das ist natürlich jetzt auch eine Art spirituelle oder einfach eine Erklärung vielleicht. Schlussendlich ist es halt das Leben einfach so. Wir haben einfach den Moment, in dem wir sind, und wir wissen nicht, was kommt nicht. Aber grundsätzlich lernt unser Unterbewusstsein ja immer mehr, oder unser System lernt immer mehr, mit neuen Situationen umzugehen. Wenn wir sie schon kennen, ist es das nächste Mal weniger schlimm, oder wir wissen, wie wir uns da verhalten können. Wenn es etwas Neues ist, dann dürfen wir mit dieser Situation, nicht ein Problem, sage ich jetzt, sondern mit dieser Situation lernen umzugehen. Sage ich jetzt mal, das macht das Leben ja auch spannend, diese Achterbahnfahrt an Gefühlen. Und dennoch, sage ich jetzt mal, können wir, wenn wir eben bewusst damit umgehen, auch die Tools lernen, um in der Zukunft besser mit gewissen Situationen umgehen zu können, und dann eben halt vielleicht, ja, dann kommen halt neue. Also das Universum, ja, schickt eigentlich neue Aufgaben. Und das sind ja zum Teil, also es ist ja nicht so, dass es immer nur dann schlimme Momente, also dass nicht immer nur schlimme Momente daraus entstehen. Also wenn man Mut zeigt, muss man ja nicht unbedingt immer in der Scheiße landen, sondern es gibt ja vor allem sehr viel Schönes, das auch auf einen warten kann. Und ich glaube, das Bewusstsein zu haben, dass die schönen Momente vergehen können, aber auch die schlimmen und die traurigen Momente vergehen können, ist wichtig, weil eben der Fluss des Lebens oder das Leben wie ein Fluss ist, dass es eben mal stürmischer oder mal rauer ist und mal ist es wieder sanfter. Schön, ja, das ist ein schönes Bild, finde ich. Ja, ich muss auch immer daran denken, diese Metapher dazu, dass man den Puls des Lebens, ne, also es geht auf und ab. Und wenn wir eine Nulllinie haben, sind wir tot. Also das Leben ist dann, ne, wenn es stagniert, dann lebst du nicht. Genau, und das ist halt auch, also, wie soll ich sagen, nicht, dass es in ein, also wenn wir wieder auf die Arbeit zurückgehen, oder? Ich meine, ich finde das halt auch spannend. Das Leben ist halt, finde ich, halt auch spannender. Und ich bin jetzt, oder bin jetzt nicht der am liebsten Angstgefühle aushält oder der jetzt diese negativen Gefühle gerne hat. Aber ich finde, das Leben wird einfach spannender, wenn man, wie du sagst, diese Nulllinie vielleicht ein bisschen umgeht. Und das ist nicht für jeden gemacht. Das soll jetzt auch nicht wertend sein. Nee. Für mich ist es so, dass ich halt einfach, wenn ich verschiedene Dinge tun kann, wenn ich ausprobieren kann, wenn ich Erfahrungen machen kann, das bedeutet für mich Freude oder schönes Leben. Und das heißt zum Beispiel, ich chille auch gerne zwischendurch natürlich. Und es muss nicht immer pam, 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 ratzfatz sein. Überhaupt nicht. Nee. Aber halt, wenn es dann immer nur eintönig ist, dann habe ich das Gefühl, erlische ich innerlich. Und um diese Flamme, sage ich jetzt mal, auch am Laufen oder am Lodern zu behalten, schickt einen vielleicht manchmal das Leben einige Momente oder einige Erfahrungen, die dann dieses Feuer wieder zum Entfachen bringen. Und die Frage ist auch immer, schickt es einen das Leben oder schicken wir uns die eben selber? Ja, weil unser Unterbewusstsein steuert uns ja auch auf eine Art und Weise. Und wenn wir in uns hineinhören, dann, und ich meine nicht nur den Kopf, das ist jetzt richtig, so muss ich es jetzt machen, damit ich hierhin gelange, sondern wirklich auf unser Gefühl hören, was brauche ich jetzt oder worauf habe ich Lust? Hey, ich habe Bock zu kündigen und reisen zu gehen. Then you have to fucking do it. Und wenn du das machst, dann kreierst du es dir ja eigentlich selber. Also eigentlich sind wir ja auch selber immer in der Verantwortung und die Auslöser dieser Dinge, die uns passieren. Wenn wir nicht rausgehen abends, können wir auch nicht potenziell im Zufall, sage ich jetzt mal, in unseren zukünftigen Partner oder Partnerin hineinlaufen oder treffen. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel von den Zufällen, aber auch mit unseren Handlungen. Oder? Ja, und ich glaube auch in dieser Energie, die wir aussenden, ne? Also absolut, die Frequenzen. Absolut.
die jeder hat. Das fand ich auch so spannend, dass wir das ja jetzt nicht sehen, natürlich, diese Schwingungen, die wir uns umgeben, aber dass wir die wirklich haben. Ne? Also, und dann ziehen wir die Menschen, die ähnlich schwingen, an. Und auch mit denen, deswegen versteht man sich mit den einen und mit den anderen nicht. Und ich glaube auch mit dem ganzen Leben, wie du sagst, wenn du eben dem Unterbewusstsein Dinge absendet, dann werden die auch passieren oder umsetzen. Und wenn wir uns immer wieder hinterfragen und uns auf das Negative konzentrieren, dann wird dir ja auch Negatives passieren. Das ist es, Fakt. Und genauso andersrum. Absolut. Also das Ding ist natürlich, wenn jemand negative Schwingungen oder negativ, sage ich jetzt mal, einfach ein bisschen tiefere Schwingungen mit sich trägt, dann kann das ja auch jemanden anziehen oder etwas anziehen, das für diese Person passt in diesem Moment. Also es ist ja auch immer, die Frage ist, wenn man sich vielleicht gerade nicht so gut fühlt, will man überhaupt eine hohe Schwingung gerade anziehen? Vielleicht wäre das dann zu viel. Aber wie du sagst, ich glaube schon, dass wenn man, keine Ahnung, wenn man jetzt mit einer positiven Attitude durchs Leben geht, dass es einfacher ist jetzt die Frage, aber dass es leichter sein kann oder einfach entspannter sein kann und dann natürlich eben Menschen oder Momente anzieht, die auch mehr zu einem passen. Und selbst da, wenn das Leben halt dann etwas für einen bereithält, das vielleicht gerade nicht so toll ist, dann hat man vielleicht auch die Tools, das besser damit umzugehen. Als Beispiel, als ich dann nach meinem Job auf die Weltreise ging, hatte ich einen Unfall aus dem Nichts. Also ich war 2-3 Monate unterwegs und es war alles super. Und plötzlich hatte ich einen Unfall und hatte mehrere Brüche und musste die Reise abbrechen, beziehungsweise zuerst noch schauen, dass ich überhaupt transportierfähig bin. Oh, aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe 2 Tage, war ich im Elend und habe getrauert. Und dann habe ich wirklich eben diesen Shift probiert zu machen, vom Fokus statt auf das Negative, auf das Positive zu fokussieren und habe dann die Reha begonnen, den Wiederaufbau, die Genesung. Und das ging dann einfach, wie ich fühle oder wie ich das Gefühl habe, viel schneller, weil ich einfach probiert habe, mich zu entspannen, das zu akzeptieren, wie es ist und dann einfach das Ziel vor Augen zu haben, ich möchte so schnell wie möglich wieder laufen können und wieder Sport machen können. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo ich es gut gemacht habe. Dann gibt es auch viele Beispiele, wo es dann viel schwieriger war und ich es nicht so gut gemacht habe. Von daher, das ist natürlich, gehört auch dazu. Ja, ja, ja. Und ich glaube auch diese Bewusstseinsebenen, also dieses Bewusstsein über das, was gerade ist, das haben wir ja nicht permanent. Also na, klar, wir sind immer bewusster, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, bewusst zu sein mit sich, aber dann gibt es im Außen halt so viel oder du hast so viele Baustellen da, dass du dann gerade keine Zeit hast, auf deine Gesundheit zu achten oder weiß auch immer. Also das ist ja, ich glaube, auch ganz natürlich, dass das passiert kann. Ne? Also, dass es nicht die Regel sein sollte dann am Ende, aber dass es passieren kann. Aber es ist ja schön zu sehen, rückblickend dann wieder, was man daraus gelernt hat, ne? Dass man das nächste Mal wieder ein bisschen anders machen sollte. Ja, ganz genau. Also, wie soll ich sagen, also die Reflexion und die Erkenntnisse daraus zu ziehen. Ich glaube, grundsätzlich bin ich ein sehr viel denkender Mensch und ich muss eher aufpassen, dass ich nicht so viel immer alles reflektiere von vorne bis hinten, weil schlussendlich kann die Situation das nächste Mal anders sein und du musst wieder ganz anders darauf reagieren. Also das passiert ja nie genau gleich. Wenn du am Daten bist, dann hast du auch nie genau die gleichen Dates. Es kommt ja immer darauf an, wie ist die Situation, wie ist der andere Mensch. Beim Job ist es genau gleich. Du weißt nie, wie das System, das auf dich wartet, genau funktioniert. Und so wissen wir auch nie genau, wie wir dann reagieren werden, wenn wieder etwas passiert oder wenn eine neue Situation kommt. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, mutig zu sein im Sinne von, dass man auf sich selber vertraut und halt, ich glaube, Bewusstsein hat viel auch damit zu tun, in sich hineinzuspüren. Also Bewusstsein muss für mich nicht heißen, dass man jetzt sehr viele Bücher liest und weiß, was gibt es für Gesetze der Anziehung zum Beispiel oder was gibt es für psychologische Ansätze. Das ist gut und recht, das kann man auch lesen, das interessiert mich auch sehr.
Aber es geht vor allem, glaube ich, darum, einfach den Zugang zu sich selber zu finden und zu spüren, etwas gefällt mir oder etwas gefällt mir nicht. Und wenn man das gut spürt in jeglicher Situation, und wie du sagst, manchmal ist das einfacher, manchmal schwieriger. Einige Menschen haben noch Familie, haben einen Job, haben Haustiere. Das ist nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Aber wenn man probiert, einfach in sich hineinzufühlen und bei sich zu sein, hey, ist es jetzt, kann ich jetzt noch? Will ich jetzt noch? Passt das noch? Passt das nicht? Habe ich genug Energie oder nicht? Das ist einfach wichtig. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen spüren sich nicht. Und wenn sie sich spüren, getrauen sie sich dann nicht, mutig zu sein und zu sagen, hey, jetzt muss ich einen Moment für mich haben. Jetzt brauche ich einen Me-Time-Abend. Und alle, die wollen, können morgen wiederkommen. Ich habe jetzt keine Zeit für niemanden, sondern nur für mich. Und Ja. das ist einfach das Gefühl, was ich zum Teil habe, dass sich die Menschen nicht rausnehmen. Und wenn man das machen würde oder auch mal im Job sagt, hey, heute gehe ich einfach um 4, weil ich will Ich jetzt die kann. Sonne genießen und ich habe jetzt Ja. keinen Bock mehr und ich muss mich jetzt aufladen. Ja. Und wenn man das mehr machen würde, habe ich auch das Gefühl, dann lernt man viel mehr, sich zu spüren und dann hat man plötzlich auch viel mehr Energie, weil man einfach bewusst zum Teil Pausen setzt. Ja, definitiv. Ich habe gerade entschieden, eine Pause zu machen, tatsächlich, weil ich mittendrin bin. Erzähle ich das kurz. Die ist nämlich auch, weil mein Asthma ja so schwer ist, das hatte ich ja am Anfang schon, als wir alleine gesprochen haben, gesagt. Und ich habe jetzt einen vollen Terminkalender, was total toll ist, als selbstständige Clownin. Natürlich, ja. Natürlich sehr dankbar dafür bin. Aber ich gemerkt habe, dass ich gar nicht kann. Also ich kann gar keine Liebe, Leichtigkeit bringen, weil ich mich gerade gar nicht danach fühle. Und weil meine Luft gar nicht mitkommt und mein Körper gerade Pause braucht. Und sonst wäre es eigentlich so gewesen, ja, man zieht es durch, weil es geht ja auch irgendwie. Trotzdem wird es der andere nicht merken wahrscheinlich, dass es mir eigentlich gerade nicht so gut geht. Aber weil wozu macht das schon, ne? Aber diesmal habe ich gedacht, nein, du hörst auf deinen Körper. Ich habe jetzt eine Woche alle Termine abgesagt und habe mich entschieden für mich. Außer unseren Termin, das freut mich aber. Ja, genau. Aber weil ich hier ja auch nur sitze. Ja. Ich muss mich ja jetzt nicht körperlich anstrengen, ne? Deswegen, das geht ja auch noch. Aber ja, Ich also auf glaube, dass jeden das, ja, sorry. Fall. Nee, das ist eben wichtig, wie du das eben vorhin gesagt hast, dass es viele Menschen nicht tun. Und ich auch weiß, dass es gewisse Freundinnen und Freunde auch gibt, auch die es mir sogar schon gesagt haben, die es sich nicht verstehen können, dass man das tut, weil es geht doch irgendwie. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist und natürlich, du hast auch etwas Wichtiges gesagt. Natürlich, es geht immer. Ja klar geht es immer. Ich habe auch häufige Dinge gemacht, weil mein Kopf unbedingt wollte oder mein Disziplinsbewusstsein und weil wir einfach, wie ich am Anfang erwähnt habe, in diesem Schulsystem oder in diesem Schulweg oder in der Gesellschaft allgemein, weil es einfach mehr besser angesehen wird, immer mehr zu machen oder mehr zu geben und das auch als erfolgreich dann gefeiert wird. Und einer meiner Prozesse war eben das umzukehren und eher weniger zu machen. Weniger ist mehr und sich eben bewusst diese Ruhe oder diese Pausen zu nehmen, weil es eben, wie du sagst, sehr wichtig ist auf sich, auf seinen Körper, auf seinen Geist und sein Wohlbefinden zu hören. Und das bedeutet halt eben nicht immer mit der Brechstange, sage ich jetzt mal, mit dieser mentalen Brechstange durch die Wand zu gehen und zu sagen, hey, ich pushe jetzt noch durch, sondern einfach loszulassen. Und einfach sich das einzugestehen und auf sich selber zu hören und dann vor allem auch stolz zu sein, dass man es gespürt hat und das auch zu feiern, dass man eben nicht immer mehr muss, sondern weniger darf. Genau. Oh, danke. Da muss ich schon weinen, weil es so Oh. schön ist. Oh mein Ich Gott. stand wieder wie in den Augen, ich bin schon, schon, mein Gott. Ja, weil ich finde, das ist Schön. ja, Schön. Ja. weil das ist es ja. Weil ich finde, das ist das, wir dürfen es doch. Und dass wir das so, wie du sagst, eben auch von außen so oder gelernt haben, von der Schule her und allem. Du musst alles tschakka tschakka machen. Ja.
Na, hasseln, hasseln, hasseln. Wenn du nicht gehasselt hast, dann bist du keiner. Ne? Deswegen gibt es ja die 1000 Burnouts, weil die haben gebrannt, die haben gebrannt. Und jetzt sind sie erloschen. Ja. Oder auch für, mindestens für den Moment. Und ich glaube, Moment ist auch ein wichtiges Stichwort. Wenn man hustelt, dann ist das doch cool. Also ich meine, wenn ich jetzt im Radio bin, dann hustle ich auch, weil mir das sehr Spaß macht. Aber es gibt einfach Momente, wo ich am Abend den Laptop zuklappe und nicht mehr an meinem Text arbeite, weil ich merke, jetzt will ich einfach nicht mehr und es geht nicht mehr. Und ich einfach sage, ich mache das am nächsten Tag. Und ich dann halt einfach auch sage, hey, ich verliere ja den Moment, wenn ich immer nur hustle und nach vorwärts gehe. Wenn du für etwas brennst, dein Baby, sage ich jetzt mal, wenn du eine eigene Firma hast, ist das vielleicht nochmal etwas anders, weil du das sehr gerne machst. Aber selbst da darf man niemals den Moment und das eigene Befinden aus den Augen lassen, finde ich. Du kannst bewusst sagen, hey, ich brauche das jetzt noch, weil morgen ist dieser Termin oder so, dann gibst du Gas. Aber du musst, oder ich finde einfach in meinem Weltbild, musst du dann einfach dir auch erlauben, danach halt 2 Tage Pause zu machen. Und dann kommt dein System nämlich mit, weil es, oder dein Körper, weil er weiß, hey, du machst, was du versprichst, du gibst jetzt nochmal Gas und dann gönnst du dir Pause. Und wenn du das nie machst, dann irgendwann mal kommt dein Unterbewusstsein und dann haben wir die psychologischen Konsequenzen daraus und sagt dir, jetzt shut dich down. Jetzt mache ich dich platt aus Eigenschutz. Das ist nichts anderes als ein Selbstschutz, um diesen Prozess zu lernen, sich Pausen zu gönnen. Ja, so ist es. Und warum so lange warten, bis dein Körper boing? Ja, also manchmal ist es sinnvoll oder es ist wichtig, weil einige Menschen das sonst nicht lernen. Das durfte ich auch erleben. Aber es ist, es wäre auch anders möglich, ja. Auf jeden Fall. Ah, denn mein Gott, ach so viel philosophieren wir hier so tolle Dinge. Ja, nee, es macht ich Spaß, ich finde das spannend. Ja, total, ich könnte auch eine Stunde weiterreden, aber wir sind ja bald schon eine Stunde rum. Ja. Also you guide me. Mich würde natürlich interessieren, weil die Menschen, die das hören, die wird der ein oder andere ja denken, wow, möchte ich auch. Also diesen Mut, also was würdest du nochmal als Tipp geben, wo du sagst, okay, derjenige, der ein Stückchen Mut an der Hand, was würdest du da sagen? Mhm. Um das umzusetzen, meinst du? Genau. Ja. Das ist schwierig. Warum? Weil jeder Mensch anders ist und nicht alle haben Tatendrang oder haben, sage ich jetzt mal, die gleiche Energie oder Kraft, um vielleicht Dinge sofort umzusetzen. Was ich aber empfehlen kann, also zum einen, muss man sich zuerst mal ein bisschen bewusst werden, will man denn überhaupt etwas verändern oder will man etwas machen, will man mutig sein? Aber grundsätzlich finde ich Mut, in welchem Bereich auch immer, schadet nicht. Ja? Und ich glaube, dann muss man, ist es sehr wichtig, dass man nicht zu streng mit sich ist. Als Beispiel, um Mut umzusetzen, erfordert das Action, also eine Handlung. Das heißt, warum nicht, sage ich jetzt mal, wenn jemand zum Beispiel gerne in Feiern gehen würde oder am Abend weggehen würde, aber Angst davor hat, warum nicht klein anfangen zum Ersten? Also statt gleich in die Party zu gehen, dann vielleicht zuerst zu sagen, hey, lass uns mal einfach Kaffee trinken gehen am Sonntag oder am Samstag. Und dann vielleicht mal, hey, heute habe ich Lust, lass uns mal was trinken gehen am Feierabend oder lass uns essen gehen. Ja? Und dann einfach so langsam sich da heranzutasten und dann wirklich auch immer sich hineinzuspüren und dann zu sagen, hey, wenn ich an der Party bin zum Beispiel und mir ist nicht wohl, ich fühle mich nicht gut, dann auch sich zu erlauben, wieder wegzugehen. Also wirklich so ganz langsame Schritte zu machen. Und dann ist es wichtig, eben nicht zu streng mit sich zu sein. Das bedeutet, wenn man es versucht oder schon nur will, etwas zu ändern, das ist schon der erste Schritt ins Mutigsein. Mhm. Und dann muss man das würdigen. Also es ist ganz wichtig, wenn man erste Schritte wagen will, ist sehr sanft zu sich selber zu sein. Das bedeutet, nicht wenn man dann
früher nach Hause geht oder wenn man diese Firma jetzt nicht in einem Tag erbaut hat, sich dann auf den Kopf zu hauen und zu sagen, hey, du kannst nichts, du hast das nicht gut gemacht, sondern diesen Fokus auf das Positive, den Fokus auf das, was man erreicht hat und mit sich sanft zu sein. Das heißt nicht, dass man sich nicht analysieren darf und schauen darf, was hat man jetzt, vielleicht könnte man besser machen, aber wirklich sehr liebevoll mit sich umzugehen. Dann finde ich natürlich, ist es auch wichtig, dass man sich vielleicht auch mal ein Buch besorgt, dass man lesen kann. Oder dann vielleicht auch einen Coach oder einen Therapeuten zur Hand nimmt. Oder auch einfach Freunde. Schau mal in deinem Umfeld, wer ist mutig für dich? Triff dich mehr mit dieser Person. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die haben auch Dinge plötzlich ganz anders gemacht oder haben sich gewagt, in einen Job zu gehen, wo sie viel, viel weniger verdienen. Und ich habe gesehen, es funktioniert auch so. Es gibt immer Wege, um Dinge funktionieren zu können. Du musst nicht reich sein, um reisen zu gehen. Die geileren Reisen passieren wahrscheinlich, wenn du arm bist oder weniger Geld hast, weil du dann nicht in den Luxushotels rumhängst, sondern dort, wo die Menschen zusammen was erleben, in den Hostels, wo du Menschen triffst, wo du Erfahrungen machen kannst, die du nie mehr vergisst. Das passiert nicht im weichen Bett mit der Sicht aufs Meer, sondern das passiert dort, wo das Leben passiert. Deswegen, was es auch immer ist, was du dir wünschst, wo du Mut brauchst, fang klein an, mach diese Schritte. Wenn du Angst hast, dann fühl diese Angst. Und ich bin jetzt auch nicht der Meister, der immer sofort, immer in jedem Moment mutig ist. Aber du kannst dir vornehmen, es das nächste Mal noch ein bisschen besser zu machen oder ein bisschen weiter zu gehen. Oder du kannst einfach sagen, hey, heute habe ich etwas probiert. Etwas Neues ausprobieren kann auch sein, einfach mal einen anderen Weg zur Arbeit zu gehen oder einfach mal das Fahrrad zu nehmen statt das Auto. Das ist auch Mut. Mut ist, Dinge zu verändern und langsam einfach diese Abwechslung reinzubringen. Und ich glaube, dafür muss man einfach neugierig sein für die Welt und neugierig, sich selber auch zu entwickeln und sich selber noch weiter kennenzulernen. Ja, oh, schön. Ich lausche so fasziniert. So ich hoffe, schön. Den anderen gefällt es dann auch. Natürlich. Dass man versteht, was ich sage. Ja, ja, also ich habe jede Zelle verstanden in meinem Körper. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Ach, lieber Dan. Was ich fast immer auch frage, ist, hast du irgendwie so für ein Mantra oder hast du einen Spruch, wo du sagst, okay, der begleitet mich? Ja, es gibt schon so Dinge, wo ich immer wieder wiederhole, sage ich jetzt mal nicht unbedingt jeden Tag, ja, dass ich die für mich immer mir so einpräge. Aber ich glaube, zum Beispiel, also ich kann ein paar Beispiele geben, why worry zum Beispiel, oder why so serious, sage ich mir oft, oder wenn ich Menschen sehe. Heute Morgen bin ich durch die Stadt, ich habe jemanden gesehen, den ich mal an einem Sprachaustausch kennengelernt habe und der wohnt auch in Bern, wir sind nicht Freunde, aber ich habe ihn gesehen und er ist so stramm und ernst durch die Stadt und ich bin neben ihm gegangen, hey, nicht so ernst. Ja. Es ist, die Sonne scheint und er hat einfach gelacht und ich habe gemerkt, dass es ihn auch ein bisschen aufgeheitert hat. Und das ist einfach so, das sind so Dinge, die ich zum Teil beobachte, dann zum Beispiel go with the flow, also oder was sein soll, soll sein. Also das sind alles Sprüche, die Spannung, die Situation entspannen. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich ich habe jemanden kennengelernt und ich mache mir irgendwelche zu viele Gedanken oder so, dann probiere ich mir häufig zu sagen, hey, wenn es passt, dann wird es auch so passieren, wie es sein soll. Dann muss man auch nicht sich zu fest anstrengen oder zu fest beunruhigen, sage ich jetzt mal, und verkrampfen, sondern einfach locker bleiben,
Fuck it ist auch so ein Wort, das sehr, sehr kurz, also so ein Satz, der sehr kurz ist, aber im Sinne von just, ja, don't worry, be happy mäßig, oder so, wo du wirklich einfach, ja, da, wo man sich, glaube ich, auch das Leben auch nicht so ernst nimmt, sondern einfach auch Spaß hat in dem, was man macht. Das ist so geil. Es gibt auch so ein Sprichwort, ich glaube, irgendwie das Fundament des Glücks ist ein gutes Essen oder so. Und das ist irgendwie ein Kochmeister aus Frankreich hat das gesagt. Und irgendwie so, wenn ich einfach das mit dem Essen so vergleiche, dann ist es eben, das bringt so Leichtigkeit rein, ja. Also einfach diese Dinge, man muss sich manchmal ein bisschen zurücknehmen, das von außen beobachten und merkt, hey, so schlimm ist es ja gar nicht. Und selbst wenn es schlimm ist, dann gibt es irgendeinen Weg, um es ein bisschen weniger schlimm zu machen. Ja. Auf jeden Fall. Ah, schön. Lieber Dan, ich danke dir so sehr für deine Zeit und deine dir. Tollen Worte und Inspiration. Oh. Nein, danke. Es freut mich natürlich. Ich hoffe wirklich, dass die einen oder anderen da etwas davon mitnehmen können. Und es hat mich auch sehr gefreut. Ich danke dir, dass du mich gefragt hast und dass wir uns ja wieder mal gesehen haben zum einen und zum anderen natürlich auch austauschen durften. Es war auch für mich ein sehr spannendes und schönes Gespräch. Danke dir. Ja, sehr schön. Und ich hoffe, dass wir noch ganz viel quatschen und ich komme dich auf jeden Fall besuchen. Cool, sehr gut. Ja, ich bin hier. Gib mir Bescheid und dann gehen wir schwimmen. Genau. Juhu. Yeah. Ja, cool. Aber ja, klar, wir bleiben in Kontakt und wir sind in Kontakt und ja, wir hören uns sowieso immer wieder. Genau. Und ich danke dir wirklich für deine Zeit und für dein Sein. Sehr gerne, Nadja. Auch dir danke, für dass du das machst und dass auch eben diese Botschaften von den Menschen, die du interviewst, auch in die Welt hinausträgst. Dankeschön. Und ich danke auch demjenigen, der gerade zuhört. Danke für dein Sein. Und es ist schön, dass es dich gibt. Und nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja. Dass du diese Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst, mir ein Abo dalässt oder ein Like und erzähle von Mut.